gleich da. Na toll. Es gibt keinen Weg zur anderen Ladung. Gehen Sie zum Kran und schaffen Sie einen Weg. Ja! Los, los! Welchen Kran denn? Ja, zu dem dicken Kontrollraum da hinten. Ja. Bist schon dran an der Kransteuerung? Ja. So. Achso, er baut jetzt erst an dem Weg das ganze Ding hier. Machst du schon, oder? Jo. Gib eben den Konami-Code ein und dann geht das. Ich habe alle Auslöser aktiviert. Oh, ab ans Board. Verstanden, Winter. Alles klar. Und dann raus hier. Boah, Alien von Ort. Oh, Alter, was ist denn jetzt los hier? Wir sind hier runtergekommen. Achso. Einfach runterspringen. Triebwerke überhitzen. Wir sind gleich bei Set. Na toll. Bringen wir uns hier raus. Hätten alle mal die Klappe halten. Tada! Mission abgeschlossen. Neuer Rekord, Soldat. Aufgepumpt. Da gibt er das. Also Blutspritze jetzt schon zweimal. Oh. 33 Tötung. 25. So, kann da bestimmt wieder was aufrüsten, oder? Quatsch aufpumpen. Quatsch aufpumpen, sei schon aufrüsten. Nee, ich habe keinen Punkt bekommen. Schalldämpfer. Ich glaube, Punkt gibt's immer nur für Levelaufstieg. Aber wozu, was bringt einem denn, wenn die Schallgeräusche gedämpft werden? Ich habe keine Ahnung, das habe ich eben auch schon gefragt. Bringen könnte. Kann fürs Pulsgewehr eine Schrotflinte einbauen? Ja. Du kannst auch im Pulsgewehr noch so einen Feuerbombenwerfer bauen. Klingt auch. Vielleicht mal erstmal Schalldämpfer. Schalldämpfer ist eigentlich immer geil. Ich weiß noch nicht, was es hier bringen soll, aber. Mal gucken. Ist da nicht bei, was das bringt? Ja, es macht halt. Steht halt. Verlangsamt die Geschwindigkeit irgendwie der austretenden Kugel und ja. Senkt die Geräusche. Kann ich mich also ansneaken, währenddessen meine NPC-Kameraden nach vorne waschen. Du kriegst aber weniger Feuerkraft, ne? Dadurch. Ah, ja, Pech. Wird schon schief gehen. Dann geht's schon weiter. Ja, du hast ja nichts gemacht, oder doch? Nee, ich hab nur geguckt. Schlückchen trinke. Warum sehen Sie mich so an? Sagen Sie es ihr. Wer ist er denn jetzt? Was sagen? Was zur Hölle? Keine Ahnung. Als Sie den Xenomorph im Gesicht hatten. Ich hab doch gesagt, der war tot. Mit mir ist alles in Ordnung. Sah er knochig aus und weiß? Fast wie eine Spinne mit Schwanz?
Ja, mein Hals tat etwas weh, aber ich bin okay. Bella, Sie werden sterben. Woher wollen Sie das wissen? Das ist mit Keith passiert. Wie lange? Stunden, vielleicht einen Tag. Ich muss mich übergeben. Los, weiter. In der Nähe gibt es eine Kolonie, Headley's Hope oder was davon übrig ist. Unsere Funkverbindung nach da unten funktioniert nicht. Wir müssen alle, die von Yasulako übrig sind, dorthin bringen. Was ist da geschehen, Sir? Der atmosphärische Prozessor ist anscheinend mit der Wucht einer 40-Megatonnen-Bombe in die Luft geflogen. Das klingt nicht gerade erfreulich. Das ist alles, was wir haben. Also weiter. Sir, wollen Sie uns verraten, was da mit Wei Yu passiert ist? Ich denke, es ist klar, dass sich die United States Kolonien mit Wei und Titanium im Krieg befinden. Na, wenn das klar ist. Ja, total klar. Ich finde diese emotional gebundenen Dialoge auch einfach echt klasse. Ja, auf jeden Fall. Schon sehr emotional. Ich muss mich auch gleich übergeben. Ja, kommt auch ein kleines Alien aus dem Brust geplatzt. Mal links oder rechts gehen. Es ist ein bisschen Open World gerade hier, ne? Ich bin begeistert. Ja, ich glaube, das täuscht. Wahrscheinlich. Aber sieht schon cool aus. Oh, wow. Lava. Gut, ja, die Lava-Textur ist jetzt doch nicht so gut. Was? Okay, man kann reinfallen. Ey, was? Ich wollte das mal getestet. Ich guck da rein und nur so, juhu. Ich wollte es mal getestet haben. Kann ich NPCs da reinschubsen? Jetzt fällt er nicht selbst rein. Hä? Was ist denn das? Was denn? Hier ist einer in... Was? Eine NPC ist Standgebläse. Die ist bei mir echt ohne Witz gerade auf Hüfthöhe mit dem Kopf. Bei mir nicht. Perspektive, hallo. Oh Mann. Und wie ist es da unten so? Schön warm? Ja, ist ziemlich warm. Oh, das ist Ausrüstung. Jetzt sehe ich mal, wie du aussiehst. Ach, ja, ist nicht wichtig, wie ich aussehe. Es sieht doch gar nicht so spektakulär aus. Was? Was? Ist was? Ist da wer in Lava gesprungen? Ich möchte gerne wiederkommen. Tja. Kommst du bestimmt gleich. Was anderes? Sir, was wissen Sie über die Marines, die vor 17 Wochen hergeschickt wurden? Dasselbe wie Sie. Zwei Truppen mit einer Wayland-Yutani-Begleitung und einer Zivilistin. Die Zivilistin, ein Warrant Officer namens Ripley, Corporal Hicks und ein kleines Mädchen waren die einzigen Überlebenden des Planeten, die es auf die Sulaco geschafft haben. Sie waren im Kryoschlaf, als wir Fury 161 gelandet sind. Heißt das, Wayland ist an Bord des Schiffes gegangen und hat es hierher gebracht? Warum? Das macht doch keinen Sinn. Macht es nicht. Augen auf, Raid. Ich finde das ganz cool, dass es je nach Entfernung zwischen Direktchat und Funkgerät wechselt. Ja. So, ich möchte jetzt gerne wiederkommen. Ja, ist gut. Wenn ich hier fertig bin mit Gucken. Es ist eine Steinwüste. Ja, ist total interessant. Es ist halbwegs Open World gerade. Ah, gut. Ja, nicht wirklich. Das ist immer noch sehr linear. Da vorne ist die Tür, das ist vorbei. Die haben den Schlauch ein bisschen weiter gemacht. Hast du das auch gehört? Ich will nicht bleiben und rausfinden, was das war. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber Headley's Hope ist unsere beste Chance. Dort können wir eine Operationszentrale aufbauen. Lohnt. Also gut, da bin ich wieder. Operationszentralen und absichern. Wir müssen überall mit Leute zusammenkommen. Da geht's nicht weiter. Wieso regnet das hier drin? Regnet es? Achso, da war Wasser von der Decke. Ich dachte gerade schon. Hier regnet's auch drin. Boah.
Dieses Nachgelade immer, ey. Ja, ein bisschen, ne? Mein Radar empfängt was. Was kann das nur sein? Keine Ahnung. Sehr gespannt. Ach, das hat er schon so vor. Ja, die NPCs waren schon ja immer so weit. Du bist gerade der Anführer der Gruppe. Ja, weil ich die NPCs gerade überholt habe. Jemandes Habseligkeiten aufgespürt. Mann, mit dem Bewegungsteil finde ich auch ganz geil. Ja. Einmal verkehrt. Haben die schon Winter, cool gemacht. Die verdammte Tür auf. Ist ja okay, Mann. Immer nur eine Schweißen. Wir müssen das jetzt zum Laufen bringen. Bischof, sehen Sie, was Sie tun können. Natürlich, Sir. Legen Sie die Smart Gun dort auf den Tisch. Das Smart Gun? Das ist ein bisschen eklig hier, ne? Hm? Eklig. Wieso? Was? So. Was nun? Also gut, bewegt euch hierher. Bishop und ich werden hier alle Systeme diagnostizieren, die starten. Bella und Raid gehen zum Funkturm und stellen eine Verbindung zu unseren Jungs da draußen her. Holt alle hierher. Sir, tolle Garde. Ich könnte sie beschützen. Sparen Sie sich das, Babyface. Sie gehen mit Winter sich in die Umgebung und bringen Bewegungssensoren an, die wir überwachen können. Verstanden. Wird erledigt, Sir. Juju, wieder erledigt. Bewegungssensoren anbringen. Boah, eine ganze Menge. Die Texte überlagern sich auch immer überhaupt nicht. Gehen wir mal Sensoren platzieren. Hat mich der Captain gerade Babyface genannt? Jawohl, ja. Babyface. Bringen wir die Sensoren an. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Ach, da kommt man hiermit durch. Schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Irgendwie nicht. Da. Ich glaube, wir gehen hier lang. Ah, wir müssen, ja, wir müssen da lang. Die schlanken Ladies werden von uns getrennt. Da, da ist der erste Sensor. Geh schon mal zum nächsten. 1 von 5. Bishop, hier ist 3-3. Der erste Bewegungssensor ist angebracht. Verstanden, Winter. Bleiben noch. Okay, der zweite Sensor ist jetzt aktiviert. Verstanden, 3-3. So, den Dingern, das Bella angegriffen hat. Winter, was geht hier vor? Hier stehen Turrets. Aber die gehören zu. Als hätte sich hier jemand ganz schön heftig zur Wehr gesetzt. Alle Waffen leer. Bishop, die Verbindung zu Sensor 3 sollte stehen. Over. Verstanden, Winter. Klares Signal auf Sensor 3. Oh, hier stehen, okay, Sensor 4 müsste funktionieren. Ja, die hab ich gerade gesehen. Verstanden, Winter. Ich brenne noch. Voll der Horror. Wo bist du? Ja. Beim fünften Sensor. Actual, bitte kommen. Sensor 5 einsatzbereit. Sie sollten ihn empfangen. Bestätigen Sie. Roger, Winter, das sieht sehr gut aus. Das nicht. Bishop, was geht hier vor? Stromstöße. Winter und O'Neill, der Sensor im Leichenraum ist ausgefallen. Seht euch das mal an und kommt zurück zur Zentrale. Actual over. Hm, zufällig der, wo wir schon sind. Na, ja, toll. Alien. Winter, O'Neill, irgendwas ist euch auf der Spur. Bewegt euren Hintern umgehend zur Operationszentrale. Ja, dann machen wir das doch mal. Chris, wo? Wo? Da. Folge dir unauffällig. War doch schon wieder einer. Decke, Decke, Decke. Jo. Jetzt nicht mehr. Doch noch einer. Ist abgehauen, der Sack. Da unten. Ja, schon. Decke. Decke. Unten wieder. Da hinter uns. Fuck. Er steht da mit seiner dicken Wumme einfach nur. Und sagt nichts. Radar ist clear. Oder rechts.
Hinten neben dir. Jupp. Noch hinten. Wow. Herausforderung. Gerade hat er aufgemacht. Hier ist ein Schwanz. Achso, das ist er. Das ist das Ding, womit die aufgewacht ist. Oh, Gegner. Von? Wo? Da! Hinter dir! Oh. Läuft einfach an mir vorbei. Oh, noch mehr. Mag meine Pumpgun. Hack. Noch einer vernichtet. Wo müssen wir lang? Irgendwas kann man hier aufsammeln. Woran siehst du das immer? Auf dem Radar sehe ich das und hier kommen auch irgendwo Aliens an. Radar. Da sind die aufsammelbaren Sachen. Sind die in der Mumbalan hier? Ach, da hinten. Keine Ahnung. Ach da. Hinter dir. Ekelhaft. Runter von unserer Karte, Mann. Man kann Elliot in zwei teilen. Ich dachte, wir wären Dreiteiler. Schlüpfrige kleine Scheißerchen, was? Ja, Sir. Wir holen's uns. Der kein Kopf mehr, ekelhaft. Ah, Munition und so. Zum Geschütz. Ah, Geschütz, ja, da. Guck mal da hin. Nicht lang. Ja, auch nicht. Wieder zurück, wa? Ja, müssen wir eigentlich wieder zurück, oder nicht? Wir hätten überall Aids angezeigt, ey. Ja. Doch wie wild. Ah, jetzt kommen wieder welche. Ne, doch nicht. Ja. Geschütz, Geschütz, Geschütz. Mir nach. Ich geb dir Deckung, Mann. Also ich kann jetzt aufstellen, ne? Aber wohin? Wahrscheinlich müssen wir es mitnehmen. Wohin stellen wir jetzt hin? Da wieder zum Kontrollraum zurück. Schütz mich mal, ich kann noch nichts machen gerade. Jo. Muss mich kurbeln. Links, links. Ne, geradeaus, genau. Jetzt oh, ne, hier. Also. Das ist in die Mitte rein. Es gehört neben die Munition. Hier. Wir sind angezeigt, ja. 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 So. Das ist aber nicht genau reingestellt. Ja, das ist okay so. Den zweiten auch noch holen? Nö, anscheinend nicht. Okay. Ah, den hier. Das Vieh ist zerstört. Yeah, mit Schalli. Was? Neben mir, fuck. Ja, den Ball links vom Schütz. Da, hinter mir. Da, fuck. Was tut? Sammelt euch. Wir haben die Generatoren überlastet, als wir den Strom umgeleitet haben. Reed und Bella sitzen im Dunkeln. Wir müssen den Funkturm unbedingt zum Laufen bringen, um Kontakt mit unseren Marines aufzunehmen. Allein überleben wir hier nicht lang. Es gibt einen Tunnel, der direkt dorthin führen sollte. O'Neill, Winter, nehmt die Smart Gun mit. Holt die Mädels zurück. Durch das Abwassersystem kommt ihr zum Funkturm, verstanden? So, ich habe Gun. Verstanden, Sir.